Alter. Also, mein BMW S1000R, nagelneu. Abverkauf vom BMW wegen nächstes Jahr Euro 4. Es werden, denke ich, einige mitbekommen haben. Und es wäre jetzt klug zuzuschlagen, falls man noch fahren will dieses Jahr oder dann doch nächstes Jahr. Für den Preis, sagen wir, für ein neues Bike fast unschlagbar, beziehungsweise top, würde ich fast sagen. Ja. Kleine Umbauten bei ihr, Rizoma Heck. Kurzes Heck, wunderlich die Touring-Scheibe, doch wegen der Höhe, aber trotzdem die, sag mal, sportlichere Variante. Mir gefällt sie sehr gut in Rauchgrau. Kurze Kupplungs- und Bremshebel und natürlich von iSider die Lenkerendenspiegel. Dazu muss man jetzt nur sagen, dass ich andere Lenkerenden, wie ihr sehen könnt, dort habt, um die Spiegel zu montieren. Ich denke, so eigentlich relativ böse und ein geiles Gefühl beim Fahren vor allem. Also definitiv pures, freies Feeling, so wie es sich eigentlich gehört. Ansonsten, die BMW ist im Gegensatz zur MT recht handlich, lässt sich gut fahren. Die Leistung, diese 1000 Kubik und diese 160 PS schieben ja dementsprechend an, will man nicht missen. Und die Anzeigenadel ist halt, beziehungsweise die Geschwindigkeit ist relativ schnell oben, ohne dass man eigentlich aufs Display schaut und sieht, was man eigentlich jetzt wieder für eine Geschwindigkeit wieder drauf hat. Ausreichend auf jeden Fall, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht zu wenig, vor allem irgendwann dann ist dann doch einfach die Geschwindigkeit so hoch, dass es mit der Naked einfach zu viel wird. Sonst. Elektronisch hat sie eigentlich alles drinnen, bis auf die Diebstahlwarnanlage. Kann man brauchen, Schaltautomat ist cool, runterschalten ist auch in Ordnung mit ihm. Ansonsten, ja, Traktionskontrolle, ja, das ist immer so ein Hin und Her bei ihr. Mal reagiert es, mal reagiert es nicht. Der Reifen schmiert hinten typisch durch, wenn er neu ist. Wie ihr sehen könnt, es reagiert dann überhaupt nicht. Eigentlich da sollte es reagieren, ja. Da ist es aber zu, die Traktion einfach zu weit eingestellt, also zu hoch eingestellt. Ja. Sie reagiert erst relativ spät, obwohl ich nur im Road-Modus fahre. Und da denke ich, wäre es für den Laien, der dann natürlich so mit Traktionskontrolle aus der Kurve Vollgas gibt, es kommt keine. Ja. Es passiert nichts. Ja. Und das hat natürlich schon einen gewissen Nachteil, weil wenn man das einmal ausprobiert hat, eigentlich sage ich mal nur im Stand die Traktionskontrolle reagiert, sage ich mal, wenn man geradeaus fährt, und das Entscheidende dann wirklich in der Kurve raus fehlt ihr dann. Und deswegen, da könnte man schon noch nachbessern, bin ich der Meinung. Aber ansonsten toll, ja, das semi-aktive Fahrwerk ist auch cool, der Lenkungsdämpfer reagiert sauber, also stellt sich dementsprechend alles ein auf den, wie man halt fährt. Bis jetzt negativ ist nichts. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 1000 Kilometer mit ihr verbraten. Wird sicherlich noch was dazukommen jetzt am Wochenende, soll schön werden, mal sehen. Und sonst, soundmäßig, weil natürlich wieder die Frage war, Akrapovic. Ich weiß es nicht, ja, es ist schwierig zu sagen, beziehungsweise ist es das wirklich wert, dass man jetzt sagt, man kauft sich einen Auspuff für 1300 €. Augenblick, Gang drin, sonst ist es aus. Ah, der mag ich. Das ist die Frage, ist es das wert, ja? Also wie gesagt, Akrapovic um die 1350 und der Sound von ihr ist, wie ihr hören könnt, deftig, wirklich deftig. Und der Auspuff selber sieht eigentlich sehr gelungen aus.
bleib stehen. Und deswegen bin ich der Meinung, haut mir gleich meinen Helm runter. Es muss nicht sein, also man kann sich wirklich das Geld sparen, vor allem man ist hier auf der legalen Seite und ja, das natürlich, der Brottopf von der anderen Seite würde natürlich dem Ganzen mit Akrapovic einiges abverlangen, oder beziehungsweise wird natürlich geil ausschauen, das ist gar keine Frage, aber es ist serienmäßig so und die Lautstärke ist auch, also ich finde es enorm, also es ist wirklich zu überlegen, tut man sich das an oder spart man sich das Geld und fährt mit der Freundin in Urlaub, ja. Ansonsten geiler Sound. Und deswegen könnte man sich das Geld sparen, wie gesagt. Ansonsten keine Probleme bis jetzt. Schön zu fahren. Taugt mir. Es wird sicherlich hinten noch Sozi-Abdeckung draufkommen. Ansonsten eigentlich nichts mehr. Es ist. Was soll man noch ändern an dem Bike? Stahlflex, alles vorhanden. Vielleicht ein bisschen Carbon, aber ansonsten. Sie tut es so. Ja. Also. Falls jemand zuschlagen will, BMW ist jetzt ohne Probleme zu empfehlen. Servus, bitte euch!